Mit der Ausbreitung des Coronavirus in Norditalien wachsen die Sorgen um die Wirtschaft des Landes. Weniger gesellschaftliche und kulturelle Aktivität, auch weniger Reisen, das heißt für Beobachter weniger Konsum, weniger Nachfrage, weniger Wirtschaftsleistung. Die Regionen Lombardei und Venetien stehen für ein Drittel der italienischen Wirtschaftsleistung und für 40% der Exporte. Die Region Venetien lebt auch vom weltberühmten Karneval in Venedig, der jedes Jahr tausende Besucher anzieht. Er sollte am Dienstag enden, aber am Sonntag war auf Weisung der Behörden Schluss mit lustig. Mailand ist das Finanzzentrum Italiens. Hier liegen die Zentralen aller großen Unternehmen, Banken und der italienischen Börse, Borsa Italiana. Italiens Aktien fielen zu Wochenbeginn wegen des größten Coronavirus-Ausbruchs außerhalb Asiens und seiner wirtschaftlichen Auswirkungen auf die bereits schwache Wirtschaft des Landes um 4,5%. Im vergangenen Jahr hatte das italienische Bruttoinlandsprodukt Schwierigkeiten zu wachsen und schrumpfte von Oktober bis Dezember zum Vorquartal um 0,3%, so das Statistikamt Istat. Die Sorge wächst jetzt nicht nur darüber, wie die italienische Wirtschaft, die drittgrößte in der Eurozone, mit dem Ausbruch fertig wird, sondern auch der Rest der Eurozone.